Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Kollege Stein, der gerade gesprochen hat, ich kann es mir nicht verkneifen zu sagen, man merkt eigentlich noch Ihre, sage ich mal, Sozialisation bei den Piraten, weil, sage ich mal, Ihre virtuelle, ja, weil bei Sie sind quasi in Ihrer virtuellen Welt noch so verhaftet, dass Sie gar nicht merken, was draußen eigentlich passiert. Ja, weil die eigentliche Herausforderung, die wir hier geschaffen haben, ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen versuchen, gerade virtuelle Systeme und die reale Welt zusammenzuführen. Und das ist eigentlich Aufgabe, wenn wir über Wirtschaftspolitik und Industrie 4.0 reden. Und es ist sicherlich auch so, dass Sie die letzten Debatten oder beziehungsweise die letzten 3-4 Jahre nicht mitverfolgt haben, wenn wir diskutiert haben über Breitbandausbau und andere Dinge, weil selbst Ihr Kollege Wüst im Ausschuss manchmal bescheinigen musste, wie weit wir in Nordrhein-Westfalen vorangekommen sind, gerade beim flächendeckenden Ausbau von Internet und auch vor allen Dingen, wenn es darum geht, eine Strategie zu entwickeln für den Ausbau von Glasfaser im Bereich der, vor allen Dingen der Gewerbegebiete. Und es ist aber und bleibt eine Herausforderung, weil unter dem Begriff Industrie 4.0, wo viele Leute alles Mögliche drunter denken, würde ich sagen, beziehungsweise ist eigentlich klar, wir reden an der Stelle über digitale Fertigungstechniken. Und da hatten wir auch im Wirtschaftsausschuss alle zusammen eine steile Lernkurve, die uns auch dazu gebracht hat, auch diese Begrifflichkeiten mittlerweile sauber zu benutzen, was dem Herrn Kollegen Stein nicht so wirklich gelungen ist. Wenn wir über Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 gerade hier im Industrieland Nordrhein-Westfalen reden, gerade hier in einem Land, in einem Bereich, wo Ressourcenschutz, wo auch der Bereich Energiewirtschaft eine große Rolle spielt, kann man doch nicht ernsthaft sagen, wie Sie gesagt haben, es ist nicht Aufgabe oder nicht zielführend, darüber nachzudenken, wie man Industrie 4.0 für ressourceneffizientere Produktion nutzen kann oder ergonomischere Produkte nutzen kann. Gerade das ist hier zielführend in Nordrhein-Westfalen und deshalb ist das auch Aufgabe der Landesregierung und auch Aufgabe der sie tragenden Fraktionen, das in Wissenschaft und Forschung zu implementieren. Und wenn Sie sagen, wir haben etwas verpasst, dann haben Sie im Grunde genommen die Diskussion darüber verpasst, dass es in vielen Teilen noch gar nicht endgültig klar ist, wo die Reise hingeht. Und deshalb ist dieser Antrag auch nicht quasi unkonkret oder andere Dinge, die uns vorgeworfen werden, sondern im Grunde genommen richtungsweisend, und um zu sagen und zu zeigen, dass wir verstanden haben, wo wir die richtigen Hebel ansetzen müssen. Und insbesondere, das wissen wir auch, die vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen hier in Nordrhein-Westfalen scheuen immer noch das Internet, ganz unabhängig davon, ob wir die Infrastruktur dafür bereitgestellt haben oder nicht. Und wir wissen, Nordrhein-Westfalen ist sehr weit. Wir sind führend innerhalb der Familie. Wir sind das führende Bundesland in Deutschland in diesen Bereichen. Oftmals ist es deshalb auch sehr traurig gewesen für uns Politiker und Politikerinnen, die rausgegangen sind, mit den Unternehmen gesprochen haben, gerade mit KMU zu sehen, welche Hemmnisse es noch gibt und welche Furcht es noch gibt, sozusagen vor digitaler Vernetzung, davor aber auch die eigenen Daten nicht zu verlieren. Und deshalb gilt es auch für die Politik, diese Unternehmen mitzunehmen und auch auf die Zukunft vorzubereiten. Und dafür ist es wichtig, Standards zu setzen, Standards für die digitalisierte Produktion. Und dafür brauchen wir die Verknüpfung auch gerade zur Forschung und zur Wissenschaft. Und die Frage ist halt auch, welche Sicherheit brauchen wir? Welche Rolle spielt die digitalisierte Arbeitswelt auf die Rolle des Menschen? Sie können doch nicht sagen, dass wir uns keine Gedanken über gute Arbeit der Zukunft in einer digitalisierten Welt machen müssen. Ja, wir werden uns natürlich damit beschäftigen müssen, wie wir zum Beispiel auch eine Dienstleistung eines Roboters eventuell besteuern, wie wir den Kollegen Computer bzw. den Kollegen Roboter vielleicht auch integrieren müssen in unsere soziale Sicherungsthemen. Das sind Zukunftsfragen, mit denen wir uns beschäftigen haben,
haben. Und Gott sei Dank sind wir auch dafür bereit und wir tun es und wir bringen es auch voran, gemeinsam, nicht nur mit der Wirtschaft, sondern auch zusammen mit der Wissenschaft, aber auch mit den Gewerkschaften, die an dieser Stelle, muss ich sagen, auch schon sehr, sehr weit vorgedacht haben. Und immer schnellere Innovationszyklen führen dazu, dass die Konsumgüter immer schneller auf den Müll landen. Und dafür brauchen wir eine Antwort. Und dafür brauchen wir ökointelligente Produkte der Zukunft, die eben genau das vermeiden helfen. Weil wir im Grunde genommen alle mittlerweile wissen, wir haben nur diese eine Erde und wir tun so, als ob wir zwei oder drei Planeten hätten. Und klar, muss Digitalisierung, muss Industrie 4.0 auch diese Probleme mithelfen zu lösen. Und zwar gemeinsam mit dem Ansatz, auch gute Arbeit damit zu verbinden. Und das lassen wir uns und besonders ich mir nicht ausreden, dass man das zusammendenken muss. Das ist nicht nur eine Frage von Rahmenbedingungen, das ist viel zu oberflächlich, wie Sie das hier dargestellt haben. Und deshalb würde ich sagen, es ist eine große Chance. Es sind große Chancen und Herausforderungen und wir werden sie hier nutzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin.